Hallo, ich bin's, euer Ü30. Es ist wieder mal Montag und wieder Zeit für ein neues Replay. Heute mal mit einem ganz besonderen Panzer, wenn man so will oder nicht will. Und zwar mit dem Leichttraktor. Tier 1, und das ist der Anfang. Mit dem hat mal alles angefangen bei mir. Und seitdem, naja, so ein bisschen in Vergessenheit geraten will ich jetzt nicht sagen. Aber außer Acht gelassen. Aber ab und zu mal, um mal ein bisschen Frust abzubauen oder so, wenn es mit anderen Panzern nicht läuft oder so, da ist er ganz angenehm. Da kann man dann doch ein bisschen was machen. Wir sind in einem reinen Einzelgefecht, also Tierstufe 1, haben ein paar FTs, einen Leichttraktor, NC31, ein paar Uzos, ein T1 und ein Medium 1 haben wir uns vor uns. Und mit dem Gefecht wollte ich irgendwie so ein bisschen so ein kleines Experiment machen. Und zwar wollte ich mal gucken, wenn man einfach bloß irgendwo steht und sich nicht mehr bewegt, wie viel Schaden das man da machen kann. Ja, und das habe ich halt dann da probiert und die ersten Gegner sind schon aufgegangen. Ich meine, auf Stufe 1 ist das Ganze ein bisschen einfacher, weil man weiß, wie die Gegner reagieren. Und da haben wir schon den ersten blind abgeschossen, weil er sich nicht mehr bewegt hat. Ja, wie gesagt, hab mich in dem Gefecht nicht wirklich viel bewegt. Wollte halt, wie gesagt, einfach mal gucken, wie weit das man kommen kann mit sowas. So, und da ist ein T1 schon, ein Leichttraktor. Da sind wir sogar mal abgeprallt. Und gleich, wenn das ganze Geschehen hier mal ein bisschen ruhiger wird, werde ich euch mal ein bisschen was zu dem Panzer dazu sagen. Viele Blindshots, einfach aus der Erfahrung heraus, dass man, weil man weiß, dass die Gegner auf der Stufe sich nicht wirklich viel bewegen. Gut, ist verständlich, Leute haben wenig Erfahrung, fangen gerade erst frisch alle an. Wenn man schaut, viele haben noch nicht mal XVM, dass man wissen könnte, okay, die haben schon viel Gefechte gefahren oder so. Aber trotzdem. Und da probiert es ein T1 was zu machen. Und da haben wir daneben geschossen. Keine Ahnung, ob ich gespottet wurde oder nicht. Ich habe dadurch, dass ich den relativ selten fahre, habe ich auch keine besonders gute Mannschaft auf dem Panzer. Ich glaube, dass die erste Fertigkeit. Und da haben wir den zweiten blind abgeschossen, dass ich auf der Mannschaft, glaube ich, 79% oder so bei der ersten Fertigkeit habe, also Waffenbrüder. Da geht schon der nächste auf. Die kommen alle schön angefahren. Da kann man schön arbeiten. Wie gesagt, noch kein bisschen bewegt, außer da in den Busch rein. Schernfernrohr habe ich drauf. Und Tarnnetz, damit wir ein bisschen geschützt sind, was anscheinend auch noch relativ gut funktioniert. Wir haben schon 4 Kills gemacht innerhalb von 3 Minuten. 108 Schaden, die gesehen wurden. Wahrscheinlich war es ungefähr das Doppelte mit dem, was wir gemacht haben. Da probiert es ein Renault Uzo und ein paar daneben gesammelt und schon wieder daneben. Der müsste uns eigentlich gespottet haben, kann mir nicht vorstellen, dass uns der nicht gesehen hat. Und der fünfte Kill, da ist ein MS1 drüben. Und da werden wir auch schon wieder beschimpft. Ja, ein bisschen was zu dem Panzer. Leichttraktor Tierstufe 1 logischerweise. 3 Fahrer sind drin. 3 Fahrer, genau. 3 Personen sitzen drin. Der Kommandant, der Fahrer und der Ladeschütze. 9,2 Tonnen voll ausgebaut, was er bei mir auch ist. Und da haben wir schon eine FT, den haben wir auch schon zerstört, der 6. Kill. Fährt maximal mit seinen 100 PS 36 km/h. Der erste Motor, der glaube ich hat sogar bloß 51 PS oder so, irgend sowas in der Richtung. Ist nicht wirklich viel. Da kann man mit 100 PS kann man schon ein bisschen mehr anfangen. Maybach HL38TR oder so ähnlich heißt er. Panzerung ist in dem Panzer nicht nennenswert, wenn man so möchte. Also eigentlich gibt es nicht. Vorne hat die Wanne 14 mm, genauso wie der Turm.
Und die Warner hat an den Seiten und hinten 12 mm Panzerung und der Turm 13 mm Seite sowie hinten. Also, wenn man Zahnstocher schmeißen würde, die würden wahrscheinlich auch noch durchkommen. Wie gesagt, 6 Kills, offizielle 231 Schaden haben wir gemacht. Das Geschütz haben wir verbaut. Und zwar, lass mich warten, 3,7 cm KWK 36L 46,5. Ein fast unaussprechbarer Name. FT MS1 sind auf der anderen Seite. Da komme ich gerade nicht ran, aber wie gesagt, ich wollte mich ja nicht bewegen. Der dürfte getroffen haben. Der dafür nicht mehr. Und habe mich dementsprechend auch nicht vom Fleckbild drauf gehofft, dass der Medium 1 dann ein bisschen was machen kann. Da ist ein T1. Den konnte man Schaden machen. Der hat auch nochmal gesessen, 37. Der ging voll daneben. Der, wenn er nicht abgedreht hat, haben die nur getroffen. Kann ich nicht sagen. 303 offizielle Schaden haben wir gemacht. Bis jetzt. Wie gesagt, zum Frust abbauen ist der Panzer eigentlich gar nicht verkehrt. Und bis jetzt läuft es eigentlich dafür, dass wir uns nicht bewegt haben, relativ gut, muss ich sagen. 8 zu 6 steht's. 6 Kills von den 8 sind von mir. Und schießen tut der Panzer wie ein Maschinengewehr fast alle 2,18 Sekunden, glaube ich, sind's bei mir. Haut eine Murmel raus und die macht dann 36 Schaden und hat eine Durchschlagskraft von 40 mm. Wenn ich jetzt noch Gold nehmen würde, wären sogar 74 mm bei gleichem Schaden. HE habe ich nicht dabei. Die macht plus 8, hat bloß einen Durchschlag von 18 mm und macht 42 Schaden. Da setzt man nur an die ein paar Blindshots an den typischen Stellen, würde ich jetzt mal sagen. In der Hoffnung, dass wir da was ausrichten können. Wenn wir uns schon nicht bewegen, müssen wir mal gucken, dass wir sowas machen können. Da geht der Medium 1 wieder auf. Können wir da schön sehen. Und der ging daneben. Können wir nichts machen. Bumm, MS1 ein bisschen vor und zurück. Zumindest aus dem wollte ich noch ein bisschen Schaden machen. Treffen tut er nicht immer wirklich gut, aber das ist auch an der schlechten Mannschaft zu verdanken. Oder was heißt schlechte Mannschaft? 100% hat sie ja, aber schon nicht recht viel mehr. Da ist ein NC31 noch, der noch ein bisschen was haben möchte, aber da kommen wir nicht ran. Der steht hinten in der Senke, da wo früher mal ein Stein war und jetzt so nichts mehr ist. Leichttraktor kann man auch nochmal 33 Schaden machen. Aber jetzt verkrümelt er sich wieder. 7 Minuten sind noch zu spielen. 10 zu 9 steht's. Relativ ausgeglichen, das Ganze. Aber unser Team fährt auch nicht vorwärts. Ich bleib noch tapfer auf meiner Position stehen. Halte durch. Eigentlich würde ich jetzt normalerweise sagen, okay, ich fahre jetzt rüber zu dem Medium 1 und den Leichttraktor, würde die ein bisschen aufmischen. Aber mal gucken. Irgendwann, spätestens wenn die Zeit knapp vorbei ist, werden sie dann schon mal kommen. Oder sollten kommen. Ja, das sieht man auf Tier 1, sieht man das häufig, dass sich keiner so wirklich traut, vorzufahren, was zu machen. Was aber auch klar ist. Viele haben noch keine Erfahrung und nichts, bis auf der NC31 von die Gegner. Und der hat auch schon 11.000 Gefechte auf dem Buckel. Also der sollte wissen, was er tut. Aber wahrscheinlich fährt er auch des Frustabbaus wegen. Wenn es mal in den höheren Stufen nicht so wirklich laufen tut, wie man es gerne hätte, dann ist sowas ganz gut. Meistens nehme ich dann zwar, wenn es wirklich ist, ein Panzer 1C. Leichter Stufe 3. Der macht richtig Spaß. Aber Leichttraktor geht auch. So, und jetzt ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Zeit läuft ab. Es passiert nichts. Gegner trauen sich nicht. So wie mir scheint.
Ja, was könnte man noch großartig zum Leichttraktor sagen? So ist eigentlich alles Standard. Was habe ich noch drin? Ich glaube, Lüftung. Lüftung habe ich noch verbaut. Und wie gesagt, Schermfernrohr und Tarnnetz. Man könnte jetzt auch noch einen Ansetzer reintun statt des Tarnnetzes oder statt einem Schermfernrohr, das ein bisschen schneller einzielt, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der zielt relativ schnell ein. Bloß halt der erste Schuss, wenn man auf was Neues sich einvisiert, der dauert immer ewig, aber der zweite Schuss, der zielt dann umso schneller. Und da reißen es dann 10 Sekunden eigentlich wirklich raus, dass man sagen würde, okay, man hat jetzt einen Mehrwert dadurch, dass man den Panzer jetzt, Quatsch, den Ansetzer reingemacht hat, ist nicht relevant, meiner Meinung nach. Irgendwie kommt da nichts mehr. Es passiert nichts mehr. Renault Uzzo haben wir noch, ein NC31, ein Leichttraktor, eine FT und ein Medium 1 haben wir noch. Jo. Ein bisschen langweilig gerade, aber ich wollte tapfer sein und durchhalten. Mir hat zwar der Finger hin und wieder mal gejuckt und ich wollte einfach vorfahren und die Leute ein bisschen aufmischen, aber hätte ich vielleicht jetzt angesichts der Tatsache, wie es dann letztendlich ausgeht, machen sollen. Aber ich habe durchgehalten. Von unseren Mitspielern im Team bewegt sich auch keiner vor, dass er sagen würde, okay, ich fahre mal ein bisschen vor und spotte. Macht auch keiner. Weiß ich nicht, ob es an mir gelegen ist, dass ich hinten gestanden bin, dass sie sich nicht vorgetraut haben. Weil ich halt, naja, ohne jetzt angeben zu wollen, aber eigentlich der Beste aus dem Team war. Also von der Statistik her der Beste war. Gut, weiß ich nicht, ob die anderen vielleicht noch ein guter dabei ist. Haben wir aber alle noch kein XVM, dass man sehen könnte. Jetzt schreibt der Erste schon, dass die Zeit runterläuft. Da war dann das Kribbeln in den Fingern noch ein bisschen höher. Fährst du vor, fährst du mich vor? Aber nein, wir warten tapfer hinten. Ja, wie gesagt, Leichttraktor macht schon Spaß. Normalerweise, wenn es jetzt ein normales Gefecht gewesen wäre, wo ich sage, okay, ich spiele jetzt normal, wäre ich jetzt auf C5, C6 hingefahren, um zu gucken, ob sie noch da sind, ob sie woanders hingefahren sind oder wie auch immer. Aber in dem Gefecht halt jetzt aus bekanntem Grunde nicht. Wäre halt wünschenswert, wenn jetzt jemand mal vorfahren würde zum Spotten, dass man die letzten Gegner vielleicht noch sieht. Da ist ein Renault Uzzo, der sich kurz mal zeigt. Aber unser Spieler musste es gleich büßen. Und da haben wir den Uzzo auch noch zerstört. 7 Kills gemacht. Oder der 7. Leichttraktor FT, Medium 1 sind noch da. Und jetzt war es mir dann doch ein bisschen zu doof, möchte ich mal fast behaupten, um stehen zu bleiben, weil gewinnen wollte ich es dann eigentlich doch noch gerne. Und angesichts der Tatsache, dass sich von uns an keiner bewegen will, müssen wir es dann doch vielleicht mal selber machen. Deswegen stellen wir uns mal dahin, lassen die Schere arbeiten und aber kommt aber schon ein FT. Konnten wir nochmal Schaden machen. Der ist abgeprallt. Der hat gesessen. Der ist abgeprallt. Der hat gesessen. Oh, 7 bleiben stehen und da haben wir zerstört. Der 8. Kill. Ich hätte ehrlich gesagt nie erwartet, dass ich so weit komme, dass ich so viel Schaden mache. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht, wenn unser Team ein bisschen agiler gewesen wäre. Aber da die sich auch nicht getraut haben und ich halt einfach das Experiment durchhalten wollte, bis zur letzten Minute, ist halt so hinausgegangen. Aber jetzt in der letzten Minute, da dann vielleicht doch noch, um die letzten zwei zu kriegen, da sie ja bekanntlich Last Seen
auf C5, C6 sind. Einfach schnell mal rüber gucken und gucken, was Sache ist. Aber anscheinend ist da nichts mehr. So, 17 Sekunden noch, 15. Da wird wohl nicht mehr allzu viel passieren. Und bekanntlicherweise im Standardgefecht heißt eine Zeit abgelaufen immer ein Unentschieden. Und das schauen wir uns doch gleich mal in den Stats dazu noch an. Wir haben bekommen ein Panzerass, ein Wirkungsfeuer, ein Schläger. Ausgegangen ist es letztendlich unentschieden, weil die Gefechtszeit abgelaufen ist. Einen Krieger haben wir noch bekommen, weil wir mehr als 6 Kills gemacht haben, insgesamt 8. 16.848 Credits haben wir bekommen, davon werden aber nichts abgezogen, weil Tier 1 ist kostenlos. 820 Erfahrung, trotz unentschieden. 799 Schaden haben wir letztendlich gemacht. Also wir haben knapp 300 Schaden mehr gemacht. Also blind gemacht, weil der Counter im Spiel ja bloß 506, glaube ich, war uns angezeigt haben. 8 Kills, 547 Basiserfahrung bekommen und waren weitaus der mit den meisten Schaden. 83 Schuss haben wir abgegeben, 30 haben davon bloß getroffen, oh mein Gott, das war ja richtig übel. Und 26 haben durchschlagen. 799 Schaden, davon 627 über 300 Meter Entfernung. 2 Fahrzeuge haben wir bloß entdeckt, obwohl wir eine Schere drauf hatten. Naja. 12 beschädigt, 8 zerstört und 139 Schaden haben wir bloß ermöglicht. Das ist traurig. Naja. Aber wie gesagt, 16.848 Credits. Für tapfere Gegenwehr haben wir nochmal 1179 bekommen, was letztendlich 18.027 Credits macht, die uns auch voll bleiben, wenn wir keinen Schaden bekommen haben. Und die Munition, sowohl der Panzer auf Stufe 1 kostenlos sind. Also Stufe 1 Munition rausballern, so viel wie ihr könnt, müsst ihr nichts zahlen dafür. Außer ihr schießt Gold, dann schon. Aber HE und normale AP sind kostenlos. Und letztendlich haben wir dann nur 1332 Erfahrung für die Mannschaft bekommen und 66 freie Erfahrung. So, und es ist auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat mein kleines Experiment gefallen. Ich fand es ganz lustig, einfach mal irgendwo hinzufahren, stehen zu bleiben, nichts mehr zu machen. Außer zu schießen, logischerweise. Und würde mich freuen, wenn ihr auch zum nächsten Gefecht wieder einschaltet. Vielleicht auch wieder mit einem kleinen Experiment. Mal gucken, vielleicht lasse ich mir da mal was einfallen, dass man da irgendwie mal sagt, okay, man stellt sich da hin oder macht sowas oder jenes. Muss ich mal gucken, wie ich das machen kann. Aber nichtsdestotrotz freut es mich, dass ihr mir eingeschaltet habt und würde mich auch riesig freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Also macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.